Ja, vielen Dank an Professor Benjamin Emanuel Hoff für diesen Gruß per Video. Wie Professor Dr. Hoff in seinem Grußwort deutlich gemacht hat, findet sich Antisemitismus in allen gesellschaftlichen und politischen Spektren. Dass Antisemitismus dabei in sehr verschiedenen Formen auftritt, macht die Auseinandersetzung mit Antisemitismus nicht leichter. Das Bild, das Herr Professor Hoff eben herangezogen hat, um zu beschreiben, dass Antisemitismus sein Aussehen, nicht aber seine Substanz verändert, dass es sich bei Antisemitismus also gewissermaßen um ein Chamäleon handelt. Dieses Bild wurde meines Wissens nach von Professor Dr. Monika Schwarz-Gesell geprägt und es ist mir eine große Freude, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Monika Schwarz-Gesell ist Kognitionswissenschaftlerin und Leiterin des Fachgebietes Allgemeine Linguistik an der TU Berlin. Sie forscht seit vielen Jahren zu Verbalmanifestationen von Antisemitismus, also Antisemitismus in der Sprache. Durch die Analyse immenser Textkorpora gelingt es Monika Schwarz-Gesell mit einer großen und oft bedrückenden empirischen Wucht, den objektiv antisemitischen Gehalt von Sprache zu analysieren. Heute glauben ja viele, sich darauf zurückziehen zu können, antisemitische Aussagen seien ja gar nicht antisemitisch gemeint gewesen und nicht die objektiv antisemitische Sprache, sondern die zum Vorwurf bagatellisierte Kritik daran sei das eigentliche Problem. Monika Schwarz-Gesells Forschungen spüren Verbalmanifestationen von Antisemitismus nach und ermöglichen es, antisemitische Äußerungen als solche zu benennen, unabhängig davon, ob sie nun so gemeint waren oder nicht. Von ihren zahlreichen Publikationen möchte ich die zwei wohl wichtigsten nennen. Zum einen die 2013 gemeinsam mit dem Historiker Yehuda Reinhartz publizierte Studie Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, für die über 14.000 E-Mails, Briefe, Postkarten und Faxe an den Zentralrat der Juden in Deutschland und die israelische Botschaft in Deutschland ausgewertet wurden. Zum anderen die 2019 erschienene Studie Judenhass im Internet, Antisemitismus als kulturelle Konstante und kollektives Gefühl, für die ein noch größerer Korpus von Online-Äußerungen die empirische Basis liefert. Die Bedeutung des Internets für Antisemitismus heute und die Gefahr, die davon ausgeht, lässt sich anhand zahlreicher antisemitisch motivierter Terroranschläge aus der jüngsten Vergangenheit belegen. Der Attentäter, der im Oktober 2018 die Tree of Life-Synagoge in Pittsburgh angriff. Der Attentäter, der im März 2019 zwei Moscheen in Christchurch angriff, weil er an die antisemitische Erzählung des sogenannten Großen Austauschs glaubte. Der Attentäter, der im Oktober 2019 am Yom Kippur einen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle verübte, und auch der Attentäter, der im Februar 2020 von antisemitischen Verschwörungsmythen getrieben, unter anderem in und zwei vor Shisha-Bars in Hanau ein Blutbad anrichtete. Sie alle haben sich im Web 2.0 mit antisemitischen Erzählungen vollgesogen, haben sich radikalisiert und sind schließlich zu den Taten geschritten, die in diesen Räumen gepredigt werden. Die Masse an Verbalantisemitismen im Internet, von denen man online immer nur wenige Klicks entfernt ist so erschlagend und zum Teil inhaltlich dermaßen abstoßend, dass es unmöglich ist, heute über Dynamiken des Antisemitismus zu sprechen, ohne diese Abgründe zu berücksichtigen. Das Web 2.0 und Social Media im Besonderen sind zentrale Medien antisemitischer Agitation unserer Zeit. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit Monika Schwarz-Gesell eine herausragende Expertin auf diesem Gebiet gewinnen konnten und bin gespannt auf Ihren Vortrag. Der Vortrag von Frau Schwarz-Gesell wird zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Danach wird es Zeit für Fragen geben. Ich erinnere daran, dass Sie Ihre Fragen auf HowSpace im Chat unter dem Video stellen können. Professor Schwarz-Gesell, bitte. Jetzt müsste das Bild da sein. Guten Morgen, ich begrüße Sie, sowohl das Team vom EDZ als auch Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich gebe jetzt den Bildschirm frei für die PowerPoint. Moment. Jetzt klappt das nicht. Gerade hat es so wunderbar funktioniert. Jetzt sehe ich meine. Moment, das müsste es. Jetzt ist es geschlossen. So. Wir müssten jetzt die PowerPoint sehen. Wir sehen sie leider noch nicht. Den sehen Sie leider noch nicht. Dann mache Nee. ich nochmal neue Freigabe in der Hoffnung, dass Sie sie jetzt sehen. Jetzt, ja. Jetzt sehen Sie sie. Das ist schön. Super.
Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank. Okay, meine Stimme ist leider ein bisschen angegriffen durch das viele Sprechen der letzten Tage. Also sehen Sie mir das nach, wenn ich ein bisschen hüstle und heiser klinge. Meine Damen und Herren, 1946 veröffentlichte Ernst Simmel einen vielbeachteten Sammelband und er konstatierte in der Einführung das Folgende: Throughout the centuries, Anti-Semitism has remained essentially the same. Although its manifestations have changed with the Enlightenment, the ethical standards and the social structure of every epoch. Das greift ziemlich genau das auf, was ich dann später, was viele andere auch mit mir zusammen, als die Chamäleon-Metapher bezeichnet haben, was auch gerade schon angesprochen wurde, dass Antisemitismus, dass Judenfeindschaft im konzeptuellen Kern sich nicht verändert, dass aber bestimmte Oberflächenmanifestationen einer, wie ich es nenne, Adaptionslogik folgen. Und das werde ich im Vortrag zeigen. Wie sieht es nun heute aus, nach fast 80 Jahrzehnten von Aufklärungsbemühungen? Woher kommt der Hass? Was ist das für ein Hass? Wie artikuliert er sich? Die Situation ist ausgesprochen ernüchternd. Wir konstatieren, dass der Holocaust, dass die Shoah nicht die grundlegende Zäsur brachte, die man sich erhofft hatte angesichts dieses Menschheitsverbrechens. Im Gegenteil, die Post-Holocaust-Phase heute zeigt sehr klar, dass Judenfeindschaft nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, sondern dass nach wie vor die gebildete Mitte eigentlich den Nährboden und den Resonanzraum für die Extremisten gibt. Die empirische Antisemitismusforschung im 21. Jahrhundert, so wie ich sie mit den gerade angesprochenen Korpusanalysen durchführe, zeigt ganz klar anhand der Datenfluten, dass der rote Faden Judenfeindschaft ungebrochen immer noch eine kulturelle Konstante in unserem kollektiven Bewusstsein ist, dass zwar eine opportune, also eine sich den jeweiligen Situationen anpassende Wandlung, eine Adaption stattfindet und dass diese Logik auch bestimmten Mustern folgt, aber nach wie vor Judenfeindschaft auch heute im 21. Jahrhundert kulturell tief und unzerstört verankert im kulturellen Gedächtnis, im kommunikativen Gedächtnis. Viele bekannte Antisemitismusforscher haben dies natürlich in den letzten Jahrzehnten auch stets betont. Ob das jetzt Trachtenberg ist oder Poljakow oder Wistrich oder Nirenberg in seinem großartigen Buch. Sie alle betonen, dass Antisemitismus, dass Judenfeindschaft eine grundlegende, zunächst religiös geprägte Differenzkonstruktion quasi im kulturellen Genom ist. Die Konzepte sind internalisiert, kollektive Topoi in den wesentlichen Werken der Geistes- und Kulturgeschichte kodiert, wie ich gleich an ein, zwei Beispielen auch noch zeigen werde. Konstitutiv sind drei Faktoren, die sich über alle Jahrhunderte hinweg zeigen. Das ist zum einen eine geistige Dimension. Jüdinnen und Juden werden durch geistige Konstrukte, also Stereotype, fixiert, klassifiziert. Diese sind im kollektiven Bewusstsein epochenübergreifend und werden tradiert. Wodurch werden sie tradiert? Durch die Sprachgebrauchsmuster im kommunikativen Gedächtnis. Eine einfache Formel: Nehmen Sie die kommunikativen Sprachgebrauchsmuster weg und Sie hätten keinen Antisemitismus. Wenn wir in die Geschichte schauen, die ersten antisemitischen Gedanken und Gefühle kamen durch die hochgebildeten Menschen, die überhaupt damals nur schreiben und lesen konnten und erreichten dann erst eine breitere Bevölkerung. Die dritte Dimension ist die kollektive Emotion, der Gefühlswert, Judenfeindschaft, auf den ich auch noch kurz zu sprechen kommen werde. Diese drei Dimensionen prägen seit fast 2000 Jahren bis heute das Phänomen Antisemitismus. Dass Antisemitismus, dass Judenfeindschaft nicht irgendein Vorurteilssystem und auch nicht mit Rassismus gleichzusetzen ist, sondern ein unikales kulturhistorisches Ressentiment, zeigt man, kann man schon sehen, wenn man sich einfach mal diese beiden aktuellen Beispiele aus dem Internet anschaut. Auf die Google-Frage, warum sind die Juden so gehasst, kam nach 4 Klicks die Antwort, na, weil es eben Juden sind. Und bei Twitter finden sich wiederholt und tausendfach Äußerungen wie, wenn die Juden weg sind, wird Frieden in die Welt kommen.
Hier haben wir zwei Basiskonzepte von Judenfeindschaft. Einmal Juden als Juden werden gehasst. Wir haben ein Glaubenskonzept ohne jedwede kausale Begründung. Nicht, weil Juden irgendetwas tun oder nicht tun, sondern weil sie Juden sind, werden sie gehasst. Und das Zweite, der zweite konzeptuelle Nukleus, betrifft die Erlösungsfantasie. Die Fantasie, dass wenn Juden aus der Welt verschwunden seien, dass dann tatsächlich so ein Zustand des Friedens und des Glücks entstehe. In allen Schichten, auf die eine oder andere Art und Weise, finden wir diese beiden Komponenten verankert. Was bedeutet es, Antisemitismus als einen singulären kulturellen Gefühlswert zu betrachten? Meines Erachtens hat niemand das so pointiert, so klar zur Sache beschrieben, wie vor langen Jahrzehnten Leon Poljakow in seinem Frühwerk über die sogenannte Endlösung der Nationalsozialisten. Deshalb möchte ich das auch gerne vorlesen, weil es einfach in Nutshell auf den Kern geht. The anti-Semitic passions of the Western world are perhaps the only emotions of this kind, which, when we seek to discover their basis, seem to have no underlying interest to explain them. However deep we go into them, we find nothing but resentments and illusory pretexts, which accounts for the fact that their ultimate expression, Hitlerism, was the only attempt in history to condemn man for what he is, and not for what he does, for his abstract entity and not for his concrete acts. Besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Kurz zusammengefasst, was die Antisemitismusforschung des 21. Jahrhunderts bestätigend dazu festgestellt hat: Antisemitismus ist kein Vorurteilssystem unter vielen und es ist auch nicht gleichzusetzen mit Rassismus. Man muss ja auch bedenken, der Rassismus entstand gerade erst mal im 19. Jahrhundert und geht mit Ideologiefragmenten einher, die bei vielen Antisemitismen überhaupt nicht stattfinden. Antisemitismus ist ein kollektives, sich pseudo-epistemisches, also ein kognitives Weltdeutungssystem, das aber einen absoluten Wahrheitsanspruch hat. Das erweist sich als sehr, sehr wichtig. Juden als das Böse, als das Übel der Welt, als Gegenentwurf zur Welt und als Gegenentwurf zur Menschheit, also keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sondern es gibt eine ganz andere Kategorie hier. Deshalb ist auch jeder Vergleichsversuch falsch und kontraproduktiv und führt uns einfach in eine falsche Richtung. Wir erleben jetzt gerade seit Monaten eine sehr unglücklich verlaufende Debatte hinsichtlich Shoah und Kolonialismusverbrechen. So schrecklich die Kolonialismusverbrechen waren, sie hatten einen erklärten Ziel und Zweck, die Versklavung, die Unterjochung, die Ausbeutung der Schwarzen. Beim Judenhass war die Basis einer Erlösungsfantasie und das Ziel war die Auslöschung und die Ausrottung. Also Antisemitismus ist singulär, die Shoah war singulär. Und deshalb bringe ich es immer folgendermaßen auf den Punkt. Bei der Aufklärung und bei der Erklärung von Antisemitismus ist jedes Und ein Und zu viel. Schauen wir uns an, wie stark das Ressentiment gerade in der gebildeten Mitte verankert ist, dann hilft es, einen Blick in das 19. Jahrhundert zu werfen, weil dort Antisemitismus tatsächlich habitualisiert. Es ist normal. Egal, ob es die Parteiprogramme sind, ob es der frühe Hegel ist, die Bäder-Postkarten, Fontane, Ma, die liberalen Autoren Oscar Wilde und Charles Dickens, ob es der Berliner Antisemitismusstreit um den Historiker Treitschke ist, Lagarde, die konservative Partei Preußens, die vielen Unterschriftenaktionen, die damals schon hip waren, Grimms Märchen, die Spottgesänge von Busch und auch in der Wissenschaft. Zum Beispiel wurde die Mathematik Ende des 19. Jahrhunderts als eine jüdische Wissenschaft diskreditiert. Also das Lexem Jude als Schimpfwort, das ist nichts Neues. Das gab es seinerzeit schon sehr ausgeprägt. Die Forschung zum Antisemitismus im 21. Jahrhundert und wie gerade schon angesprochen Antisemitismus 2.0, da habe ich mich in den letzten fast 20 Jahren mit den folgenden Fragen beschäftigt. Welche Stereotype, welche Argumente, auf welcher Grundkonzeptualisierung basiert eigentlich der moderne Judenhass? Welches Narrativ ist dominant? Welche Gefühle werden transparent und sind besonders dominant? Wie und wo werden Antisemitismen vor allem im Internet, dem wichtigsten Kommunikationsraum, kodiert, verbreitet? Wie reagieren Menschen im Internet auf Antisemitismusvorwürfe?
Und schließlich, wie kann man methodisch überhaupt Einstellungsantisemitismus gut und präzise erforschen? Hier betone ich seit vielen Jahren in der empirischen Antisemitismusforschung die Relevanz authentischer Daten. Es wurde gerade schon angesprochen von meinem Vorredner. Ich arbeite ja mit großen Korpusanalysen. Das sind Mengen, riesengroße Mengen von natürlichen Daten. Und nur diese geben tatsächlich authentische Einblicke ohne Priming, ohne soziale Erwünschtheit, ohne Beobachterparadoxon, was man ja bei Interviews und Befragungen hat. Und entscheidend ist hier die Kombination von quantitativen und qualitativen Analysen. Gerade durch die qualitativen Analysen ist es uns gelungen, die eben auch gerade schon angesprochenen Camouflage, die Umwegkommunikation, die indirekten Antisemitismen ganz gezielt zu dechiffrieren und zu erklären. Wir wissen heute sehr genau, wie Antisemiten nicht nur explizit Judenfeindschaft artikulieren, wir wissen auch nach 5 Jahren Forschung im DFG-Projekt sehr genau, wie Antisemiten chiffrieren und indirekte Antisemitismen produzieren. Die Korpora, mit denen ich arbeite, 2 wurden schon genannt, aber es ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass ich immer mit 2 Vergleichskorpora arbeite, nämlich einem Diskurskorpus, wo öffentlicher Diskurs analysiert wird. Also wie diskutiert man in den Mainstream-Medien über das Phänomen Antisemitismus? Und natürlich auch ganz wichtig, denn sonst versteht man Antisemitismus nicht heute, ein historisches Korpus, sodass ich immer abgleichen kann. Und dieses Korpus besteht aus Texten, die 1500 angefangen haben bis 1945. Nun haben mich die Organisatoren des IDZ ausdrücklich gebeten, ich sollte doch ein wenig reden auch über dieses letzte Projekt, das war von der DFG finanziert, Antisemitismen im World Wide Web. Das will ich gerne tun, wenngleich ich sagen muss, ich könnte den ganzen Tag über diese Ergebnisse sprechen, weil sie eben nach 5 Jahren Forschung doch sehr, sehr ausführlich sind. Also erstmal in einem komprimierten Überblick, was haben wir in 5 Jahren Forschung, wo wir nahezu alle sozialen Medien, ob Twitter oder Facebook oder Kommentare, Meta Tagesschau hatte freundlicherweise mir für die Forschung gelöschte und ungelöschte Kommentare in tausendfacher Zahl auch zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse. Wir sehen klar in den letzten 10 Jahren einen Anstieg sowie eine Radikalisierung von Antisemitismen im Netz 2.0. Gleichzeitig sehen wir aber auch einen Anstieg, insbesondere bei Personen, die pseudorational argumentieren, von Camouflage-Antisemitismus, also indirekten. Ja, das ist dann die Israel-Lobby oder die Banker von der Ostküste oder Chiffren wie Namen, Rothschild und Soros. Was ganz klar zu sehen ist, dass das Sag- und Sichtbarkeitsfeld im Web 2.0 sich signifikant vergrößert hat. Wir sehen eine multiple, also ganz viele Diskursbereiche betreffend, eine multimodale, nicht nur Sprache, sondern auch andere Audio- und Videomodalitäten und eine diffuse, also über alle politischen Grenzen hinweggehende Verbreitung und Ausbreitung, und zwar in der Alltagskommunikation. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Wir haben nicht das Deep- oder Darknet, wir haben nicht die extremistischen Ränder betrachtet, sondern das ganz alltägliche Web 2.0. Dort haben wir festgestellt in einer Studie, die wir mit einem Klick genannt haben, dass Omnipräsenz und ganz schnelle Zugänglichkeit heute selbstverständlich sind. Was wir auch sehen, ist die Reproduktion epochenübergreifender, judenfeindlicher Stereotype und Verschwörungsfantasien teilweise noch zurückführend bis ins Mittelalter. Gleichzeitig sind diese Verschwörungsfantasien mit einer extrem hohen Emotionalisierung und Affektmobilisierung verbunden. Wir sehen die schon so oft totgeglaubten klassischen Stereotype als dominant. Wir sehen insbesondere nicht nur im Netz, sondern auch im Alltagsdiskurs die konzeptuelle Symbiose von israelbezogener Judenfeindschaft, die basiert auf dem klassischen Antijudaismus. Auffällig ist die Gleichförmigkeit der Argumentation, die Rigidität der Semantik, die sich scheinbar über 7 Jahrhunderte, 8 Jahrhunderte nicht mehr verändert hat und auch nach der Shoah nicht gebrochen wurde, und die unglaubliche Uniformität von bestimmten Entwertungsmustern, egal ob links, rechts, muslimisch oder Mitte. Wir sehen ein Narrativ, das einem bestimmten Prototyp folgt. Ich habe das mal als mentales Modell aufgeschlüsselt, das würde hier aber zu weit führen, das einem absoluten Wahrheitsanspruch folgt, das zwar gewisse Anpassungen vornimmt,
aber im Prinzip, im Nukleus eigentlich immer gleich bleibt und immer auf den alten Stereotypen basiert. Ganz wichtiger Aspekt wurde auch von Frau Thiel gerade angesprochen. Mittlerweile nicht nur im Netz, sondern auch im öffentlichen Diskurs sind massive Abwehr- und Relativierungsstrategien integraler Bestandteil A von Antisemiten, aber auch von Antisemitismusläufern. Um das Ganze etwas konkreter zu machen, wir unterscheiden drei Stereotypmanifestationen: klassischer Antisemitismus, Post-Holocaust-Antisemitismus. Die beiden werden oft leider noch, aber nur im deutschen Sprachraum, als primär und sekundär bezeichnet. Ich plädiere ja sehr dafür, diese Termini bitte nicht mehr zu benutzen, weil sie irreführend sind. Und wir haben den israelbezogenen Antisemitismus und seine Stereotype. Wir dürfen aber nicht davon ausgehen oder die Annahme anlegen, dass das drei getrennte Phänomene sind. Die sind in einem fließenden Kontinuum. Politisch und ideologisch unterscheiden wir vier aktuelle Manifestationsformen. Einmal den rechtsextremen und rechtspopulistischen Antisemitismus. Hier sind vor allem klassische und Post-Holocaust-Stereotype dominant. NS-fixiert, starke Erinnerungskulturabwehr. Im linken und linksextremen Antisemitismus ist dagegen die Symbiose von klassischem und israelbezogenen Antisemitismus dominant. Der eigene Antisemitismus, auch wenn er ganz klar artikuliert wird, wird geleugnet und er artikuliert sich vor allem als Gesellschaftskritik oder Antizionismus und Anti-Israelismus. Wir haben tausende von Texten im Internet zum muslimisch-islamistischen Antisemitismus in bestimmten Foren untersucht, ich glaube erstmalig auch in der Forschung. Hier sehen wir auch, dass die Symbiose klassischer Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus dominant ist, wobei der klassische Antisemitismus klar überwiegt. Wir sehen wie bei keiner anderen Form eine religiöse Dimension und Verankerung. Und wir sehen auch bedrohlicherweise, dass dieser Antisemitismus extrem virulent und eliminatorisch hervorkommt. Wir haben schließlich einen mittig gebildeten Antisemitismus, der oft als moralischer Appell zutage tritt. In der Camouflage des israelbezogenen Antisemitismus mit einer ganz starken Leugnungsstruktur und, wie wir gerade zuletzt immer wieder gesehen haben, mit einer starken irrationalen Abwehr von internationaler Antisemitismusforschung, zum Beispiel in Bezug auf die IRA-Definition. Zum Antisemitismus der Mitte kann ich natürlich nicht allzu viel sagen, wenn wir uns das Internet anschauen, einfach weil viel zu viele anonym oder mit Fake, also nicht mit Klarnamen, operieren. Aber immerhin zum E-Mail-Korpus kann ich eine sehr klare Aussage treffen hinsichtlich der Verteilung. Wir sehen, dass die überwältigende Mehrheit der Schreiber einem dringenden Bedürfnis an die beiden Institutionen, Zentralrat und israelische Botschaft bzw. Botschaften, ich habe ja auch Botschaften anderer europäischer Länder untersucht, die mir das Material geschickt haben, 65% kommen aus der sogenannten Mitte, lassen sich also nicht einer bestimmten extremen oder sonstigen politischen oder ideologischen Form zuordnen. Das DFG-Projekt Antisemitismus, das, wie gesagt, mittlerweile sehr, sehr dezidiert Aussagen machen kann, wie Antisemitismus im Internet sich ausbreitet, auf welchen Strukturen er basiert, wie indirekte und direkte Antisemitismen aussehen, zeigt hinsichtlich der Kodierung der Stereotype Folgendes. Wir haben von 22.000 Kommentartexten in einer Max-QDA-Analyse eine Subkorpus-Analyse von über 2.000 Texten gemacht zu Gaza 2014. Nicht überraschend, dass 46% israelbezogene Stereotype dort auftauchen, aber immerhin 40% der Stereotype betreffen den klassischen, den uralten Antijudaismus. Nur 14% Post-Holocaust. Und in der Kombination, was sehr häufig passiert, sind mit 20% die israelbezogenen und die klassischen Stereotype doppelt so hoch wie die Kombination von Post-Holocaust und Israel. Nehmen wir aber jetzt einen sehr wichtigen Blick auf Korpora, die überhaupt nichts mit dem Nahostkonflikt oder Israel zu tun haben. Zum Beispiel unser Schuster-Korpus. Schuster hielt seinerseits eine Rede, die nichts mit Israel oder Nahostkonflikt zu tun hatte. Aber immerhin 42% aller antisemitischen Äußerungen rutschen auf Israel und Israelis ab. Das meine ich, wenn wir von einer Israelisierung, von einer konzeptuellen Symbiose sprechen. Im muslimischen Antisemitismus
sind nur 12% der Stereotype, auf denen die Verschwörungsfantasien des muslimischen Antisemitismus basieren, Israel bezogen. 88% der Verschwörungsfantasien basieren auf dem klassischen alten Judenhass. Noch ein signifikanter Wert. Wir haben mit über 5000 Kommentaren uns Anti-Antisemitismus-Aufrufe, vor allem bei Twitter, angeschaut. Zum Beispiel der Aufruf Berlin trägt Kippa oder der Aufruf zum Brandenburger Tor zu kommen und sich gegen Antisemitismus auszusprechen. 62% der dort kodierten Stereotype entstammen dem klassischen Antijudaismus, 25% dem israelbezogenen und weit abgeschlagen 11% Post-Holocaust-Antisemitismus. Ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild, wie stark zum einen die klassische Judenfeindschaft und wie stark die israelbezogene Judenfeindschaft an diese gekoppelt auftaucht. Urtyp, Nukleus ist immer Juden als das Böse in der Welt. Das haben Adorno und Horkheimer schon klar auf einen Nenner gebracht. Ganz kurz, Sie sehen hier aus dem Internetkorpus ein paar von diesen Ausdrücken. Weltenübel, Teufel in Menschengestalt, stören den Weltfrieden, müssen ausgemerzt werden. Das ist nicht neu, sondern es ist kompatibel mit der Erlösungsfantasie und der Rechtfertigungsideologie in der NS-Zeit. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es eben hier nicht um irgendwelche ökonomischen oder sozialen Phänomene ging und schon gar nicht um Sozialneid. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Es ging um die Auslöschung des Judentums und der Jüdinnen und Juden. In diesen beiden bekannten Zitaten kommt das sehr klar zum Ausdruck. Es ging um eine Frage der gesamten Menschheit. Es ging um die Erlösung der Judenfrage als Erlösung der Welt. Und bei Himmler kommt die moralische Dimension. Es war die moralische Recht, das moralische Recht, es war die Pflicht, das Volk umzubringen. Und das hat man entsprechend ja auch gründlich versucht. Wenn wir uns das Echo der Vergangenheit anschauen, dann sehen wir das auch ganz aktuell, zum Beispiel in E-Mails, wo die Leute ihren Namen und ihre Adresse angeben. Eine Doktorandin der Physik schrieb 2018 an die israelische Botschaft: Die Juden müssen einfach nur dem Bösen, dem Diabolischen entsagen und sich zu Gott, dem wahren Gott, bekennen. Also hier haben wir Juden und Judentum als Böses in der alten religiösen Lesart. Aber die pensionierte Lehrerin für das Fach Geschichte, die sich gegen Rechts und bei Amnesty International engagiert, hier haben wir eine metaphysische Dimension von Böse und auch die Israelisierung. Also Böse, das Böse von den Juden zeigt sich gerade aktuell dort, was sie in Israel tun. Dass der Frau nichts Besseres einfiel, dies ausgerechnet mir zu schreiben am 5.5.2020, das war die Gedenkrede anlässlich der Befreiung des KZ Mauthausen, hat auch noch eine besondere Dimension, also die ich, glaube ich, nicht thematisieren muss. Die Erlösungsfantasien heute vielständig. Sei es, dass dem Zentralrat der Juden nahegelegt wird, es wäre gut, dass der Iran endlich die Atombombe werfen könne. Oder ein linker Humanist, ein Professor aus der Geisteswissenschaft, der sagt, Israel ist eine Anomalie und sollte in unser aller Interesse friedlich aufgelöst werden. Im muslimischen Antisemitismus hohe Affektmobilisierung, sehr viel mit Cartoons. Wir sehen hier klar erkennbar einen orthodoxen Juden mit bluttriefenden Händen. Er trägt auf dem Revers den Magen David. Wir haben zwei arabische Jugendliche. Auf der linken Seite ist Asa und Westbank steht auf der rechten Seite. Und symbolisch tragen sie hier eben Israel zu Grabe. Antisemitismus ist ein Glaubenssystem ohne jeden Realitätsbezug. Das heißt, die Stereotype, auf die seit Jahrhunderten zurückgegriffen wird, und das unterscheidet sie auch von allen Vorurteilen, sind reine Phantasmen. Aber für Antisemiten haben sie den Status von epistemischen Kategorien, denn sie glauben unerschütterlich an diese Phantasmen. Wir haben also eine gefühlte Wahrheit, die zwar nichts mit Realität und Primärerfahrung zu tun hat, aber sie basiert so stark auf den kollektiven überlieferten Konzepten und speist sich eben aus dem kommunikativen Gedächtnis. Das machen uns die beiden Beispiele, die Sie jetzt sehen, klar. Ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen aus Israel oder jüdischen Glaubens, aber ich hasse sie. Oder ich brauche nicht selbst nach Israel zu fliegen. Ich weiß schon alles über dieses miserable Land und seine grausamen Bewohner. Wissen ist hier natürlich nicht das normale Wissen, wenn wir von Wissen schreiben, weil
Sie haben ja nicht das Wissen, aber es ist Glauben. Es ist eine gefühlte Wahrheit. Und bei Antisemiten ist die einzige Wahrheit, stammt aus dem Glaubenssystem. Jude ist ein reines Abstraktum. Deshalb ist das Denken von Antisemiten auch hochabstrakt. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Ihr Fühlen, ihre Emotionen aber sind extrem intensiv. Sie sind geradezu existenziell, konkret, als ginge es um ihr eigenes Leben. Und die einzige epistemische, die einzige Wissensautorität holen Antisemiten immer nur aus dem Hamsterrad ihres Glaubenssystems. Die faktische Realität lassen sie nicht an sich heran. Dazu passt, dass wir eine affektive Logik sehen, pseudorationale Prozesse, die basieren auf Umdeuten, Negieren und Entwerten. Das sind uralte Prozesse. Und ich zeige Ihnen mal drei Beispiele. Hier sind sie. Als zum Beispiel anlässlich des Syrienkrieges immer wieder holt in den Medien berichtet wurde, dass israelische Ärzte syrische Flüchtlinge an der Grenze abholen und sie in israelischen Krankenhäusern pflegen, kamen Äußerungen auf Facebook wie, das ist reine Public Relation, wenn die Kamera weg ist, schmeißen sie die Flüchtlinge aus den Betten. Also es darf nichts Gutes am Hassobjekt sein. Die Differenzkonstruktion muss ohne Ausnahme bestehen bleiben. Die Welt wird dem Glauben angepasst, nicht umgekehrt. Das sehen wir auch bei den Pinkwashing-Vorwürfen. Und ganz zuletzt sehen wir es, wir haben ja geguckt, Corona-Impfung in Israel, was eine großartige Sache ist. Und eigentlich müssten überall nur Lobpreisungen kommen, aber nicht mal unsere Politiker bringen das fertig. Und im Internet kommt dann, wer bezahlt das? Hier regiert halt das Welt. Warum sind Juden bessere Menschen? Also wieder der Rückgriff auf alte klassische Stereotype. Antisemitismus wandelt sich, ja, aber nach einer festgelegten Adaptionslogik. Wir sehen zum Beispiel im Laufe der Jahrhunderte bestimmte Elaborationen oder umgekehrt Spezifikationen. Einige wenige, zum Beispiel aus dem mittelalterlichen Juden sind Krankheitsüberträger, wurde bereits im späten 18. Jahrhundert das Konzept Juden selber sind eine Krankheit oder Judentum ist Krankheit. Aus dem Stereotyp Juden töten rituell Kinder, also die Blutkultlegende, haben wir mittlerweile zwei konzeptuelle Lesarten. Nämlich einmal Israel tötet willkürlich Kinder, klar eine Abspaltung davon. Und die zweite Lesart, Juden verstümmeln Kinder. Das haben wir wieder und wieder bei der Beschneidungsdebatte gefunden. Aus der hässlichen Physiognomie, der Jude ist hässlich, wurde der Israeli ist hässlich moralisch verkommen. Und aus den Stereotypen Juden sind gierig und rachsüchtig wurden zum einen die Stereotype Juden sind nachtragende Holocaust-Ausbeuter und Israelis sind Landräuber. Also Sie sehen, Adaptionen finden statt, aber sie verlassen nie ihre semantische Basis. Wir stellen also fest, dass wir eigentlich in einer Endlosschleife seit Jahrhunderten sind, wenn wir uns antisemitische Äußerungen und Gedanken und Gefühlsstrukturen anschauen. Abgrenzung, Stereotype, Entwertung und über allem steht die Derealisierung. Und diese Derealisierung, also Juden als Feinde der Menschheit, haben wir auch im öffentlichen Kommunikationsraum. Trotz aller Proteste wird nach wie vor dieses Buch mit seinen kruden Verschwörungsfantasien angepriesen. Wir haben es aber auch auf der Straße. Israel. Der wahre Menschenfeind. Diese Phrase zieht sich seit fast 2000 Jahren durch den judenfeindlichen Diskurs. Wir haben sehr, sehr hohe Affektmobilisierungen, gerade bei Verschwörungsfantasien. Sie sehen hier den Puppenspieler, den Marionettenspieler mit dem Magen-David auf der Stirn. Selbst die arme Queen Elizabeth hat den Magen-David, Rothschild natürlich. Und interessant, wir sehen hier bei den Allmachtsfantasien auch Allmachts- oder all Kausalitäten, die ausgedrückt werden. Signifikant ist, dass hier muslimische Aspekte, wie zum Beispiel die Pariser Attacken oder der Syrienkrieg, Juden zugeschoben werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die von mir sogenannte Israelisierung der antisemitischen Semantik. Israelisierung bedeutet A, dass die klassischen Stereotype der Judenfeindschaft auf das wichtigste Symbol des jüdischen Lebens, und das ist der jüdische Staat, projiziert werden, transferiert werden, 1:1. Es bedeutet aber auch B, dass wir eine völlig disproportionale Kommunikation erleben, nämlich der Thementransfer und die konzeptuelle Symbiose, egal ob wir über
Beschneidung oder über Synagogen oder generell Judentum oder jüdisches Leben in Deutschland. In 0, nichts ist sofort der thematische Abrutscher und was ist mit dem Nahostkonflikt, obwohl der Nahostkonflikt rein gar nichts damit zu tun hat. Die untrennbare Symbiose von Juden- und Israel-Hass tritt immer mehr zutage und wurde übrigens auch im letzten Jahr vom Verfassungsschutz, vom Berliner Verfassungsschutz in einer lesenswerten Broschüre als solche benannt. Der Anti-Israelismus und sein Hass auf Israel erfolgt dementsprechend auch wieder und wieder ohne jedwede Nahostkonfliktreferenz. Bei der Beschneidungsdebatte, bei der Unterhaltungsbranche, sei es, dass eine israelische Schauspielerin wie Gal Gadot eine Rolle spielt. Und sofort toben sich Tausende antisemitisch in dieser Unterhaltungsbranche aus. Das Gefährliche ist, dass gerade dieser Hass auf Israel das Bindeglied bei allen genannten antisemitischen Manifestationen darstellt. Und ausgerechnet dieser Manifestationsform schlägt in der Gesellschaft der geringste Widerstand entgegen. Ja, wir haben gerade im Jahr 2020 das Gefühl, dass dieser israelbezogene Judenhass auf dem Weg ist, eine politisch korrekte Judenfeindschaft zu werden. Das zeigte sich besonders deutlich in der Membe-Debatte und in den inflationären Unterschriftenaktionen, die hier krude Realität und gefühlte Realität miteinander vermischen. Wenn wir akzeptieren, dass Antisemiten mit einer gewissen kleinen Drehung judenfeindliches Gedankengut auf unsere Straßen bringen können, dann haben wir ein Problem. Sie alle kennen dieses Beispiel. Ja? Die Rechte Israel ist unser Unglück wurde als freie politische Meinungsäußerung akzeptiert. Dabei ist es doch für jedermann, der sehen kann und der auch nur einen Hauch von Geschichte kennt, ganz klar, dass wir hier eine sogenannte intertextuelle Anleihe haben. Die Juden sind unser Unglück. Man hat einfach eine kleine Substitution. Das Lexem wurde vertauscht. Morphologische und grammatische Anpassung. Und wir haben den klassischen Antisemitismus auf deutschen Straßen hängen. Die ostentativen Parallelen zwischen altem und neuem Judenhass zeigen sich insbesondere in den so wichtigen Sprachmustern. Facebook 2014, Israelis als blutdürstige Mörderhunde, die Kinder zerstückeln und das Wasser vergiften. 500 Jahre zuvor Luther, die dürstigen Bluthunde und Mörder, die Kinder zerfriemelt und die Brunnen vergiftet. Die Zionisten haben sich in Palästina wie Krebs eingewurzelt. Recht harmlos, wie der Krebs allgemein einwurzelt, so die Juden. Nichts verändert. Israelis, die Feinde der Menschheit, die Feinde aller anderen Völker. Und der große Aufklärer Voltaire, der es mit den Juden nicht so wirklich konnte, bezeichnete die Juden als Feinde dieser Nationen und schließlich auch der Menschheit. Israel hat keine Berechtigung im modernen Völkerbund. Es ist ein Fehler der Geschichte, eine E-Mail an die israelische Botschaft. Rudolf Steiner, der nicht gerade ein glühender Antisemit war, aber so tief in den Topoi des Antijudaismus steckte, dass auch er befand, das Judentum habe keine Berechtigung im modernen Völkerleben und es sei ein Fehler der Weltgeschichte. Und auch, was wir jetzt in den letzten Monaten so sehr massiv erlebt haben, Opferrolle, Ohnmachtspose, das angebliche Kritiktabu, alles antisemitische Phantasmen, bar jeder Realität, einige wenige Stimmen, man sei selbstverständlich gegen Antisemitismus, aber man wolle Vielstimmigkeit, man sei für Weltoffenheit. Man wolle keine Tabuisierung, bestimmte Stimmen würden beiseite gedrängt. Jede Kritik an Israel werde als Antisemitismus gebrandmarkt. Wir haben dies längst als empirisch falsch zurückgewiesen. 0,0% im öffentlichen Diskurs. Das heißt, niemand von Sinn und Verstand würde so etwas sagen. Es wurden harte Floskeln von Hexenjagd und Unterdrückung und McCarthyismus in den Raum geworfen. Schauen wir uns an, was vor 150 Jahren Wilhelm Marr, übrigens auch ein progressiver Linker, in seinem Pamphlet Der Sieg des Judentums über das Germanentum. Er befand, dass abweichend vom Judentum keine Hospitalität in der Tagespresse zu finden sei, dass man mundtot gemacht würde, dass das Judentum eine tongebende Stellung gebe, dass die freie Meinungsäußerung völlig monopolisiert sei. Und selbstverständlich schreibe er das alles nicht aus Polemik,
sondern das seien reine Tatsachen und frei von jedem konfessionellen Vorurteil gegenüber Juden geschrieben. Er wünsche sich lediglich, nicht totgeschwiegen zu werden. Krudeste Verschwörungsfantasien, man muss sich vorstellen, als er das schrieb, waren Juden nicht mal gerade 1% in der Kaisergesellschaft und litten massiv unter Unterdrückung und Stigmatisierung. Aber es gelang ihm in nur einem Jahr 12 Auflagen von diesem Pamphlet herauszugeben. Gestern wie heute die Realisierung, wohin man schaut, aber viel öffentliche Resonanz. Noch ein letzter Punkt, die Verbesserungsvorschläge. Ich hatte gehofft, so etwas aus deutschem Munde eigentlich nie wieder lesen und hören zu müssen im 21. Jahrhundert. 1781 gab es in Frankreich anlässlich Fragen zur Judenemanzipation die Debatte zur Judenfrage. Die Frage lautete, gibt es Mittel, die Juden glücklicher und nützlicher in Frankreich zu machen? Und zwei Schriften von zwei erklärten Judenfreunden, also keine Antisemiten, ausdrückliche Fürsprecher von Judenemanzipation, gewannen damals. Das war einmal von Christian von Dohm, der bekannt geworden ist für seinen Einsätzen für die Judenemanzipation, über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Schaut man sich aber an, wie seine Argumentation verläuft. Wenn man indes zugibt, dass die Juden in gewisser Absicht sittlich verderbt sind. Die Implikatur muss nicht gezogen werden, er sagt es explizit. Und er will Ideen entwickeln, wie die Juden bessere Glieder der bürgerlichen Gesellschaft werden könnten. Abbé Grégoire, sehr ähnlich. Machen wir die Juden zu Bürgern physisch und moralisch wieder verjüngt. Also Judentum als etwas völlig Atavistisches, nicht zu akzeptierendes. Werden sie ein gesünderes Temperament und Ehrlichkeit erlangen. Ehrlichkeit erlangen inkludiert, dass es vorher keine Ehrlichkeit bei Juden gab. Ihr Herz von der Tugend geleitet, werden sie dann der großen Gesellschaft zum Nutzen gereichen. Also selbst bei erklärten Judenfreunden und Anti-Antisemiten haben wir diese tiefe Verwurzelung des Antijudaismus. Heute lesen wir in Bezug auf den jüdischen Staat dann in der Frankfurter Rundschau von einer Literaturwissenschaftlerin, dass die Trennungslinie gezogen wird zwischen denen, die bemüht sind, den Staat Israel mit ihrer Kritik zu unterstützen und zu verbessern, und denen, die entschlossen sind, ihn gegen jegliche Kritik zu immunisieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, worauf die Dame sich hier bezieht. Ich kenne niemanden, der versucht, den Staat Israel gegen jegliche Kritik zu immunisieren. Es ist ja auch völlig falsch zu sagen, wir hätten keine Abgrenzungskriterien zwischen legitimer politischer Kritik und Antisemitismus. Also ich würde mir hier in diesem Diskurs, gerade angesichts der deutschen Geschichte, etwas weniger moralischen Zeigefinger und etwas mehr Sensibilität in Bezug auf hochbelastete Sprachgebrauchsmuster, gerade von Akademikern, wünschen. Die kommunikativen Strategien der Post-Holocaust-Abwehr wurden schon erwähnt. Ich zeige sie nur ganz kurz. Leugnung, Legitimierung, Umdeutung, Rechtfertigung. Mehr und mehr aber auch Zerstörung von Faktizität durch Delegitimierung der Wissenschaft. Das sehen wir seit einigen Jahren ganz gehäuft. Interessanter Vergleich. Kein einziger seriöser Kritiker benutzt solche Strategien, weil er oder sie es nicht nötig hat. Einen entscheidenden Punkt noch, der auch viel diskutiert wurde in diesen Tagen. Wir erleben einen deutschen Trumpismus in Bezug auf die Abwehr von Faktizität sehr stark in den Antisemitismusdiskussionen. Und es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um einen Angriff auf die Kategorie der Wahrheit. Schauen wir uns an zwei ganz aktuelle Beispiele. Linker Antisemitismus ist heute vor allem ein Kampfbegriff, um politische Gegner zu diskreditieren. Das immerhin auf einem humanistischen Pressedienst, der sagt, er würde Fakten statt Fake News vermitteln. Oder ein Tweet von einem FAZ-Journalisten. Im Übrigen ist der israelbezogene Antisemitismus als angeblich häufigste Form des Antisemitismus erfunden worden. Von wem sagt er nicht, aber erfunden worden, um Kritik am Zionismus zu skandalisieren. Das ist genauso krude, wie wenn ein Querdenker schreit, Corona wurde erfunden, um uns unsere Freiheit zu erlauben. Aber warum haben wir bei den Querdenkern eine massive Skandalisierung und bei Äußerungen wie diesen keine Skandalisierung? Doppelter Standard.
Das Echo der Vergangenheit, ich bin schon beim Fazit, wir sehen eine präzedenzlose digitale Verbreitung und Kennzeichen des alten reaktivierten Judenhasses, also eine kulturelle Kategorie, die sich nicht verändert hat, trotz opportuner Adaptionslogik, die einer bestimmten Dynamik folgt. Wir sehen ganz klar das homogene Sprachgebrauchsmuster, die über Jahrhunderte hinweg Juden ausgegrenzt und stigmatisiert haben, weiter benutzt werden. Wir haben diese Dissoziation, die ich gerade angesprochen habe, einerseits Radikalisierung und Zunahme, insbesondere des israelbezogenen Antisemitismus, auf der anderen Seite gefährlich und brisant die Tendenz der Bagatellisierung. Und das führt langfristig in einer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, zu Habitualisierung und Normalisierung. Ganz zum Ende würde ich gerne auf ein paar Punkte hinsichtlich der weiteren Veranstaltung, ich kann ja dann leider nicht teilnehmen, ein paar Inputs geben. Was sich als ausgesprochen kontraproduktiv erweist, sind Falschkonzeptualisierung und Floskeln. Zum Beispiel, Nährboden sind die extremistischen Ränder für Antisemitismus. Nein und nochmals nein. Denn es war immer die mittige, gebildete Judenfeindschaft, und das ist sie bis heute, die das geistige Fundament gibt. Judenfeindschaft beginnt im Kopf, beginnt mit den geistigen Brandstiftern, nicht mit denen, die dann auf die Straße gehen. Und diese gibt auch den Extremisten einen Rückhalt. Der klassische Antisemitismus ist auf dem Rückzug. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Nahostkonflikt ist die primäre Ursache für Israelhass keineswegs. Es ist lediglich ein Auslöser. Ab und zu intensiviert er das ein bisschen. Aber Basis ist der alte Judenhass. Und deshalb sollte man auch bitte nicht politische Diskussionen von Nahostkonflikt und israelbezogenen Antisemitismus vermischen. Warum nicht? Weil dann falsche Kausalitäten entstehen. Die falsche Kausalität, irgendetwas am israelischen Staat sei verantwortlich für den Hass, der ihm entgegenschlägt. Das ist aber nicht der Fall. Und schließlich, es ist schwierig, antisemitischen Anti-Israelismus von Kritik abzugrenzen. Nein, beide Sprechakte sind sehr klar abgrenzbar. Und noch ärgerlicher, es fehlt Forschung zum Antisemitismus. Wir haben seit Jahrzehnten herausragende Forschungsergebnisse zu allen Formen von Antisemitismus. Und es gibt keinen Grund von Politik und Zivilgesellschaft, einen effektiven und effizienten Kampf gegen Judenhass in die Zukunft zu verschieben. Das Spiegelbild aber der deutschen Gesellschaft zeigt sich durch Antisemitismus, Aufklärung, Leid. Es ist eine leichte, es ist eine bequeme Aufklärung, die nicht wirklich wehtut. Aber Antisemitismus-Aufklärung müsste sehr wehtun, weil es alle betrifft. Und weil man sich dann auch mit Freunden und Familienmitgliedern oder befreundeten Staatspräsidenten auseinandersetzen müsste. Das Phänomen wird aber simplifiziert konzeptualisiert und wir erleben ein Zweierleimaß und einen Doppelstandard. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Skandalisierung in Bezug auf linken oder mittigen Antisemitismus minimiert wird und die Forschungsexpertise einfach vom Tisch gefischt wird. Durch diese Dynamik begeben wir uns tatsächlich auf den Weg zu einem politisch korrekten Antisemitismus, insbesondere wenn es ein israelbezogener Antisemitismus ist. Und zum Schluss eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt. Wenn man Antisemitismus wirklich und wahrhaftig bekämpfen will, dann muss das passieren ohne Ansehen der Person. Es darf keine Rolle spielen, ob ein Neonazi oder ein AfD-Politiker, ob ein linker Journalist oder ein Nobelpreisträger, ob ein Präsident eines anderen Landes oder ein schwarzer Postkolonialwissenschaftler Versatzstücke des Antijudaismus in seine Rhetorik einfließen lässt. Alle diese Formen müssen ohne Ansehen der Person kritisiert und zurückgewiesen werden. Wenn das nicht geschieht, hat die Antisemitismusbekämpfung in diesem Land keinerlei Chance. Was wir benötigen, ist zum einen mehr und mehr die Bewusstsein der Relevanz wissenschaftlicher Studien. Wir müssen die Kluft, die große Kluft, die noch besteht zwischen Wissenschaft und sehr guter Praxis, verringern. Das heißt auch, dass man Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit gemeinsam gestalten sollte. Und insgesamt brauchen wir viel mehr Qualitätssicherung für den öffentlichen und politischen Diskurs. Und zum Schluss möchte ich zwei gute Best-Practice-Beispiele nennen. Das eine von der Zeitstiftung Stopp Antisemitismus, 35 authentische Beispiele aus dem Alltagsleben, die auf der Basis der wissenschaftlichen Kriterien der Antisemitismusforschung dann dechiffriert und gut verständlich erklärt werden, warum
diese Äußerungen antisemitisch sind. Und zweitens der gerade erschienene Leitfaden zu ihrer Definition, wo Rias ja auch mitgearbeitet hat, wo sehr stark in Anlehnung an dieses Prinzip von Stopp Antisemitismus auch authentische Beispiele herausgegriffen werden und gezeigt wird, wie man mit der ihrer Definition solche Beispiele erklären kann und dagegen kämpfen kann. Ich komme tatsächlich zu meinen letzten Folien, also einmal Literaturauswahl. Wer nachlesen möchte, wurde aber auch schon erwähnt. Übrigens, da hatten mich viele jetzt gerade im Vorfeld gefragt, nur deshalb gehe ich darauf ein. Also Sie müssen bitte nicht dieses furchtbar teure Buch kaufen oder erwerben. Der Verlag hat es erfreulicherweise Open Access gestellt. Das heißt, Sie können kostenlos an die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert heran. Warum die Antisemitismusbekämpfung die Antisemitismusforschung braucht? Lesen Sie sich das kurz durch. Das klingt ja so, als ob das gerade kurz nach Halle erschienen wäre. Es trifft jedenfalls ganz genau die Probleme, die jetzt brennend sind, auf, warnt, stellt die Diagnose, wo die Hauptprobleme liegen. Aber es wurde bereits 2009 auf einem Symposium festgestellt und vor über 11 Jahren in einem wissenschaftlichen Band publiziert. Ich danke. Ja, liebe Frau Schwarz-Rosel, wir danken Ihnen für diesen dichten und sehr interessanten Vortrag und auch für die wichtigen Anregungen, die Sie uns jetzt noch für den Rest des Tages mitgegeben haben. Es gibt Fragen aus dem Publikum und wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit, darüber zu diskutieren. Eine wichtige Frage, die aufkam, Sie haben öfters den Begriff der politischen Mitte gebraucht und da wollte jemand aus dem Publikum wissen, wie definieren Sie diesen Begriff der Mitte und wie grenzen Sie den von eher links und eher rechts ab? Also wir haben uns hier bereits ja vor 10 Jahren mit diesem Terminus beschäftigt und haben sämtliche sozial- und politikwissenschaftliche Standardbücher dazu gelesen. Wir sind dann am Ende auf die prototypische Definition gekommen, also eigentlich eine Ex-Negativo-Definition von den Rändern abzugrenzen. Personen der Mitte outen sich nicht in einer bestimmten extremen randpolitischen oder ideologischen Position. Sie sind ökonomisch in einer stabilen Situation und sie haben einen bestimmten Bildungsgrad. Das waren unsere drei Hauptmerkmale. Okay. Ja, Sie hatten ja angemerkt auch, dass das oft im Internet schwierig ist, jetzt die politische Zuordnung da zu machen, weil die Menschen das oft eben ohne Klarnamen machen. Aber wenn Sie von der Mitte sprechen, dann sind das solche Fälle wie die eben gerade zitierte Physik-Doktorandin. Ganz genau. Weil Sie müssen sich das so vorstellen, die schreiben die sind sehr auskunftsfreudig. Ja? Sie erklären, sie erzählen, warum sie keine Antisemiten seien, dass sie sich hier engagieren. Und wir haben in Stichproben immer, also über 10 Jahre hinweg, überprüft, ob sie auch ihren Namen und mit ihrer Adresse und ihrer Unitätigkeit beispielsweise angeben. Und das stimmte immer. Mhm. Eine andere Frage, die jetzt aus dem Publikum kam, die ich auch sehr interessant finde. Es wurde gefragt, sprechen Sie bewusst nicht von strukturellem Antisemitismus oder würden Sie diesen den drei von Ihnen differenzierten Erscheinungsformen des Antisemitismus zuordnen? Ja, der wird zugeordnet. Also als ich Gesellschaftskritik genannt habe, ich glaube auf der Folie stand auch als Stichpunkt struktureller Antisemitismus. Diesen strukturellen Antisemitismus sieht man heute besonders deutlich auch zum Beispiel in Rap-Songs. Da werden viele von judiophoben Stereotypen oder judenfeindlichen Stereotypen in diesem kruden Mix von Verschwörungsfantasie und pseudorationaler Gesellschaftskritik vermittelt. Okay, jetzt kommt gerade keine Frage aus dem Publikum, deswegen würde ich jetzt meine Frage stellen. Sie hatten in Ihrem Vortrag mehrfach das Verhältnis von Antisemitismus zu Antisemitismusleugnern benannt und hier frage ich mich, gerade weil diese Leugnung ja oft selbst mit Rekurs auf antisemitische Stereotype passiert, kann man qualitativ unterscheiden zwischen denen, die Antisemitismus verbreiten und denen, die Antisemitismus leugnen?
Ja, schon. Es wäre unfair, jedem und auch unzulässig wissenschaftlich, jedem, der eine bestimmte kommunikative Strategie der Leugnung und Bagatellisierung, und das passiert sehr, sehr oft, gleichzeitig auch zu unterstellen, er oder sie sei Antisemit. Also ich unterscheide schon sehr klar. Und da haben wir ja auch ein Hauptkriterium. Wenn also beispielsweise solche Strategien benutzt werden und in der vorherigen Äußerung oder in nachfolgenden Äußerungen kommen dann Verbalantisemitismen mit klaren Projektionen, mit klaren Stereotypkodierung, dann können wir sicher sagen, das ist die Strategie im Rahmen eines verbal-antisemitischen Aktes und wir gehen davon aus, dass eine verbal-antisemitische Ansicht zugrunde liegt. Wenn aber in einem Diskurs vor allem dominiert die Abwehr und die Bagatellisierung und sonst werden aber keine antisemitischen Stereotype kodiert, dann fände ich es unzulässig, den Bogen zu spannen und zu sagen, das sind klare Antisemiten auch. Aber das ist ja gerade das Toxische, das ist das Gefährliche, dass wir mehr und mehr, in den letzten 2 Jahren hat das massiv zugenommen, dass für viele gar nicht mehr wirklich zu unterscheiden ist, spricht hier ein Antisemit, der sich immunisieren will, der abwehren will und nicht unter Sanktionen kommen will. Oder aber spricht hier jemand, der ideologisch verblendet ist, jemand, der keine Ahnung von Antisemitismus hat. Also wir haben in der Member-Debatte ja gesehen, dass fast mehrheitlich eigentlich Personen sich zu Wort gemeldet haben, die von Antisemitismus rein gar nichts verstehen. Oder auch die Leute, die so vehement jetzt gegen die IRA vorgehen. Das sind eigentlich Laien, es sind akademische Laien. Ja, und mich wundert immer also die Hybris, wie diese Leute ankommen und sagen, die ihrer Definition ist nicht zu gebrauchen aus dem und dem Grund. Dann guckt man sich das akademische Oeuvre dieser Personen an und sie wissen nichts, sie verstehen nichts, aber die Moralapostel-Trompete erschallt. Ich hätte da noch eine Anschlussfrage, aber ich würde jetzt noch eine aus dem Publikum vorziehen. Ich lese mal vor. Am Anfang sagten Sie, dass die Singularität des Antisemitismus einen Vergleich mit anderen Herrschaftsverhältnissen und Diskriminierungsformen verbietet. Wie sehen Sie aber die Frage nach Verschränkungen zu stellen, also zum Beispiel wie Antisemitismus und Sexismus sich gegenseitig in Bezug auf jüdische Frauen verschränken? Nicht im Sinne eines Vergleichs, sondern im Sinne von gegenseitiger Konstitution. Also wenn es eine Symbioseanalyse ist, wir gucken uns Sexismus, Antisemitismus in Bezug auf jüdische Frauen an, dann ist es ja nicht raus aus der Kategorie Antisemitismus. Das ist völlig in Ordnung. Ich wehre mich aber vehement dagegen, weil ich davon überzeugt bin, nach fast 20 Jahren Antisemitismusforschung, diese Foren und Konferenzen und Symposien, wo alles in eine Schublade geworfen wird. Ich halte das für absolut falsch und kontraproduktiv. Und ich sage immer, wenn man mich fragt, warum nach den Jahrzehnten, immerhin ja jetzt auch nochmal deutlich in den letzten 2 Jahrzehnten Aufklärungsbemühungen, warum bringt das nichts? Warum steigt es trotzdem weiter an? Warum radikalisiert es sich weiter? Warum tritt es mehr und mehr zutage? Dann sage ich, machen Sie bitte endlich mal die Augen auf für eine unbequeme Realität. Die alten Paradigmen, also Antisemitismus als ein Vorurteilssystem unter vielen, Antisemitismus als eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter vielen, das klappt nicht. Davon muss man weg. Und wenn man diese Paradigmenwechsel nicht hinbekommt, dann werden wir uns treffen, wenn ich schon ganz weiße Haare habe und im Rollstuhl sitze und Sie schon ein älterer Herr sind und wir werden wieder über das gleiche Problem reden. Davon bin ich überzeugt. Deshalb, jedes Und ist beim Antisemitismus ein Und zu viel. Ja, Antisemitismus ist singulär. Ja, Antisemitismus tritt ganz, ganz oft alleine auf und nicht in Kombination mit anderen. Gerade in der gebildeten Mitte, gerade bei linken Antisemiten, die sich so politisch korrekt geben und die eigentlich Toleranz für alles haben, für alle ethnischen und religiösen Idiosynkrasien. Ihre Toleranz hat eine einzige Ausnahme, den jüdischen Staat. Ja, das würde ich gerne so als Abschlussstatement Ihres Vortrags stehen lassen. Und bedanke mich bei Ihnen und auch beim Publikum, das die Fragen gestellt hat. Wir machen jetzt bis 11 Uhr eine Kaffeepause und sehen uns dann wieder zum Podiumsgespräch Jüdische Perspektiven stärken, Antisemitismus bekämpfen. Auf Hauspace finden Sie diesen Programmpunkt unter den zugehörigen Livestreams unter Programm Römisch 2 Podium 1.
Unsere Zuschauerinnen auf YouTube gelangen über den Link in der Videobeschreibung zum nächsten Livestream, der dann um 11 Uhr startet. Bis gleich. Und auch tschüss an Sie, Frau Schwarzgesell. Vielen Dank.